Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich grüße euch zurück zuletzt bei Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. In der letzten Folge sind wir hier durch die Kanalisation gestreift, können uns klein und groß machen, haben ein bisschen die Erfahrungsgeben gelevelt und so weiter und so fort. Und jetzt machen wir damit weiter. Ich habe schon gesehen, ihr wartet ein verdammtes Schieberätsel auf uns und ich kann den Schalter aktivieren. Gut. Ja, wir müssen jetzt versuchen, irgendwie hier irgendwas zu machen mit diesem Ding. Nicht nur bist du was. Ich würde irgendwie einen runter hier schieben und dann von da aus einen schieben. Ich glaube nicht mehr. So. Wir müssen das hier runter schieben. Den ganzen Weg entlang. Die ganze Zeit hier so machen, ne? Ich weiß, darunter kann ich den ausschieben, aber ich mache erstmal letzte erste. Hä? Also warte, zack, ich gehe bis zum ganz letzten und mache da irgendwie was ich machen muss. Okay. And now hä? Und nun? Und nun? Okay, das war schon mal richtig. Okay. Weiter. Da rein, meine ich. Ich kann den nicht mehr bewegen, was? Okay. Noch so ein Ding, nö. Ich kann nur ein Ding bewegen, was? Ich habe jetzt gemacht, ich kann da unten irgendwo rumlaufen, glaube ich, aber... Kann ich sein. Und ich werde die ganze Zeit solche Mäuse, ne? Überhaupt mich nervig. So, hier war das, ne? Nee. Doch, klar. Bam. Oh, ich kann sogar Treppen laufen, wenn ich klein bin. So, komm her. So, er hat gar nichts gemacht. Wow. Neue Erfahrungsfähigkeit, mein Gott. Gar kein Ende. Treffer Pro. Stärke Individualität. Was? Boah, ich komme sowieso jetzt hier vollkommen durcheinander, was ich schon alles hatte und was nicht. Kann ich ja nochmal ausprobieren. So viele Dinger hat sie ja nicht zur Auswahl. Magie und Adlauge. Ja, zwei verschiedene. Was zum... Ach ja, stimmt. Ja, bei ihnen dauert das wieder ein bisschen. Mal alles ausprobieren. Erstmal. So. Da geht's nicht weiter. Wie sie läuft, so richtig schön, ey. Irgendwas. Schau mich so richtig um. So, was haben wir jetzt hier gemacht? Ja, nix. Und nun? Konnte auch gar kein Ding mehr benutzen. Oder war ich irgendwie so blöd? Konnte das nicht aktivieren. Stimmt doch nichts. Ah, wieder was hergestellt. Ja, wir sollen erstmal hier weiter so gehen, ne?
Verdammt. Warum haben eigentlich die Charaktere keine TP-Probleme außer mir? Nur ich habe TP-Probleme, gibt's doch nicht. Hör auf mit deinem Leg-Kick hier oder Drop-Kick hier. Wenn ich im Pro Wrestling oder so. Ich kann halt. Und hängen wie ist geil. Fähigkeit. Cool. Genie erhöht die wirksame TP-Verbrauch beim Einsatz von Fähigkeiten. So, nächstes. Hätte ich viel früher machen sollen, ey. Ich bin so kotzen. So, und nun. Ah. Ohne nachzudenken, einfach. Warum halten die irgendwie genauso viel aus, als wenn die groß wären? Was soll das? Provoziert mich voll. Oh, Bams! Bitte sei nicht wieder irgendjemand hier vergiftet, aber voll blöd. Ich werde wahrscheinlich irgendwie offscreen so ein bisschen herum experimentieren. Mit den Erfahrungsgeben. Aua. Tja, nicht ausgewichen, ne? Und dann nicht. So. Das hatte er. Jetzt das hier. Zeichen und Geist und wir waren hergestellt. Gut. Was muss ich machen? Da oben hingegangen bin, konnte ich dann zwar machen. Wenn ich mich nicht irre, ich habe da gedrückt wie ein Blöder. Kann ja nichts mehr machen. Was muss ich denn dann machen? Da ich noch ein so ein Ding bewegen konnte, ich mich mal hier ein bisschen um. Ich kann ja nichts mehr machen. Nö. Kann nichts mehr machen. Ding bringt mich wieder da hinten hin. Irgendwo noch so eine Mause noch oder so. Irgendwie runterspringen. Nee, kann ich auch nicht. Will mir doch bringen. Aber ich konnte auch nicht hier weiter. Ich hätte nur da runterschmeißen können. Was hätten wir da gebracht? Da kann ich auch nichts machen. Mein Gott, jetzt ist schon wieder hier. Die allgemeine Frage, was muss ich machen? So, irgendwas hier machen, oder? Ich könnte nur das machen, also. Ist hier irgendwas? Kreuz machen. Bin ich so blöd oder was? Oh. Boah, leck mich am. Ich kann das Ding jetzt hier öffnen, ey. Frage ist nur, was bringt mir das jetzt? Jetzt habe ich das Ding geöffnet und. Ah. Okay, macht auch Sinn eigentlich. Und nun? Fuck! Ich meine, oh Mist!
Oh, was macht sie da? Summon Water. Was zum? Oh, was zum? Teufel, China, was machst du da? Hab ich ja noch nie gesehen. Sehr schön. So, haben wir irgendwie alle Heilmittel und so was. Weil Dingens Rain geht irgendwann auch die, ja super, ETP aus. So, komm her. Ich weiß nicht, wie man so Fähigkeiten einsetzt. Einmal ist mir gelungen, aber das war es dann auch schon. Ja. Zack. Und wir haben nichts gelernt. Endgültigkeit. Okay. Was war das? Wo ist mein Ding jetzt hier? Wundermittel hier. Dann Fertigkeiten. So, dann machst du den hier und den hier. Und jetzt habe ich immer noch eine Frage. Was muss ich machen? Wenn ich auf den Ding da stehe, dann geht die Brücke hoch. Aber wie mache ich das, dass die Brücke oben bleibt? Kann ich dich irgendjemand hier stehen lassen oder so? Ah, ich wollte nicht mehr drauf. Ja, die Brücke ist da. Oh, die Brücke ist weg. Ah, yeah. Na gut. Nun. Warte jetzt. Sehe mich, aber ich einfällt es nach oben zu gehen und hier irgendwie na, jetzt schieben. Ich kann jetzt noch machen, oder? Was sind da Spinnenwebe? Vorhin war da noch keine Spinnenwebe. Oh nein, ich sehe es kommen, ein Spinnenboss. Aber diesmal probiere ich erstmal aus. Ich glaube nicht, dass irgendwas passiert. Aber wir können mal gucken, was passiert, wenn ich das da unten ausschiebe. Unten links, so. Geh doch mal endlich weiter. Aber was passiert, wenn ich das hier runterschmeiße? Wird eigentlich nichts passieren, ne? Puh, wow, geht da kaputt. Hätte auch meinetwegen so zur Dekoration einfach da liegen bleiben können. Aber nein. Nein. Boah, 1 Stunde und 36 Minuten schon. Aufnehmen. Nämlich schon mehr. Immer noch einmal hier und da geladen, glaube ich. Ist ja nicht normal. So, gut. So. Gleich Strategie wieder ganz hinten hinschieben. Das wird sowieso noch ein bisschen dauern, ne? Aber sehr klug, danke. So. Weiter im Text. Da unterzuschieben wird gar nichts bringen, oder? Nee. Ich würde sagen, wir tun erstmal da in die Mitte reinschieben, damit wir die Brücke öffnen können.
Was würde uns das bringen? Dann können wir da unten hinlaufen. Bah. Du ein Idiot hier. Warte mal. Ich komme da gar nicht weiter. Warum muss ich ihn da hinschieben? Das wäre doch nicht richtig, oder? Was soll ich denn sonst noch unterschmeißen? Kann ich den ganzen Weg noch mal machen. Muss ich ihn dann sonst hinschieben? Hier? Was ist denn hier so ein Schalter? Hier konnte man halt hinschieben, aber der war falsch. Das haben wir auch schon. Übrigens Speicherkristall haben. Hey, ich wollte Feierabend machen. Ich will mich doch jetzt nicht mit solchen Aufgaben hier überfordern. Mit Bock hier Erfahrung zu geben, irgendwie zu farmen. Die ganzen Fähigkeiten. Richtig, ne? Muss ich das Ding schieben? Hier irgendwo? Keine Ahnung, ne? Aber ich sehe auch nicht, was da unten ist. Na, gucken wir mal hier. Das sieht auch falsch aus. Ach, ich weiß. Boah, bin so blöd. Ich muss das hier auf die Brücke drauf schmeißen und dann da reinschieben. Ah. Bin so bescheuert. Mein Gehirn hat sich mal wieder gemeldet. Ja, guten Tag. Gelähmt. Da ist noch mehr Ganze. Und dann scheinen müssen wir danach noch mal ganz machen, weil wir sind ja immer noch nicht durch dann. Ja, aber es macht sowieso immer alles erst Spaß, wenn man es dreimal macht, ne? Oh Gott. Boah, und ich höre die ganze Zeit diese Mäuse, die gehen mir irgendwie auf den Nerven. Immer dieses... Böse, ich kann ja auch nicht alle töten, damit die ruhig sind, ey. Die kommen ja wieder, wenn ich ja wieder in einem anderen Gebiet bin dann. So. Jetzt nach rechts damit. Nee. So, jetzt kann ich das da reinschieben. Mehr kann ich im Moment noch nicht machen. Glaube ich jedenfalls. Gegner tun wir erstmal gekonnt ignorieren. Aber die Brücke da schon mal aktiviert. Ja. So, weiter. Im Text. Jetzt reicht's. Boah, nein, ey. Du kannst es wagen. You all shall perish in this divine judgment. Verdammter Dreck, auch damit. Da kommt diese eine Ratte, ne? Und boah, ist immer auch noch vergiftet. Verpisst du dich? Sag mal.
Rampen. Und jetzt eine Ratte, ne? Mir so auf die Klöten geht, ey. Das war von der Clown oder irgendwie so. Was seid ihr denn überhaupt für Viecher? Schon mal gegen euch gekämpft? Danke. War knapp. Die Gegner sind so klein, ich treffe die mit Colette nicht. Oh, Rain. Hilfe. Ganzen TP hier verballert, warum auch nicht. Nein, geh weg. Ich will nicht mehr. Na. The fuck. Ich muss ja nicht noch machen. Sag mir nicht, da oben sind schon. Boah. Schon wieder Spinnenbeben aufgetaucht. Zellos. Hilf mir doch mal. Boah, jetzt haben wir schon wieder gleich vergiftet, ey. Ich kann mich gleich mal heilen. Vor allem wie immer ein Vieh so programmiert ist, auf mich loszugehen. Geh weg! Ich kann nicht zaubern wegen dem scheiß Vieh. Da kommt schon wieder! Abpisst du dich? Hau doch mal jemand das Ding hier kaputt. So, jetzt seid ihr dran. War voll unnötig, aber scheiß drauf. Scheiße. Jetzt soll ich sogar abbrechen, weil das jetzt überhaupt nichts mehr bringt. Toll, einmal getroffen. Wesentlich bekommen wir gute Sachen hier. Oh. Alles aufprobiert jetzt? Egal. Wahrscheinlich sind jetzt da wieder Spinnenweben. Nein, geh weg! Ich habe keine Lust mehr heute. Einfach nur hier durch. Einfach nur durch. Ich will ja noch fertig werden. Ja, aber wer macht diese Spinnen eben? Das macht mir Angst. Ich will mich noch alle Dinger hier rüber schieben, ey. Also, ungelogen, ist jetzt ein bisschen eintönig hier. Eieiei. Ja, wieder hier rüber. Jetzt muss ich ja ganze noch viermal so machen, ne? Ja, so vier Schalter sind. Kann kotzen. Ma. Wahrscheinlich gehe ich auch gleich einfach raus und speichere und ja. Weil da tue ich mir das nicht mal. Ich wollte jetzt mal versuchen, da ganz hinten hinzuschieben. Das sieht ein bisschen anders aus. Und dann gucken wir mal. Ich werde ja wohl bis ganz hinten jetzt mal endlich hinkommen, oder? Ich dann schon wieder irgendwas aktivieren muss, dann wieder hier hochgehen muss und dann wieder dahin schieben muss, ey. Ich glaube, ich kann ganz jetzt hier durch. Was bringt mir das? Weil man das hier falsch ist, ne? Weiß nicht, jetzt sieht so verdächtig aus. Ist das was, wenn ich das Ganze hier hinschiebe? Ich glaube zwar nicht, aber
Sehr wahrscheinlich gar nichts, wenn ich alles hier runterschmeißen, ne? Aber wieso kann man das dann hier runterschmeißen? Aha. Was habe ich jetzt gemacht? Man weiß es nicht. Vielleicht kann ich die anderen Dinger auch noch. Ne, kann ich nicht. Was? Okay, das müssen wir sogar machen. Die vier Dinger müssen wir ganz am Ende machen. Super. Gucken wir mal, das Ding noch gemacht hat und dann war es das für heute. Irgendwo runterschieben. Hier. Dann gucken wir mal, was das Schönes anstellt. Vielleicht überflutet es ja Welt Tokio oder so. Ich wollte da gar nicht rein. Boink. Okay, das machen wir auch noch. Dann gucken wir mal. Ja, geh weg. Komme ich da hin? Von da unten? Oh, da hinten muss ich ja auch noch was schieben, glaube ich. Oder? Ich kann auch von da ausgehen. Wie komme ich denn jetzt dahin? Von hier oder was? Aber ich konnte schon wieder nicht das Ding bewegen. Verarsch mich doch nicht, Spiel. Ach, von der Seite. Was ist das da? Nee. Lass mich mal hier flüchten, danke. Oh, schon wieder vergiftet. Du willst mich verarschen? Ja, ich glaube, ich gehe erstmal hier raus und speichere gleich. Wenn ich hier fertig aufgenommen habe. Das soll nicht wahr sein, nee. So. What the fuck did I do? Ah, die Tür ist offen. So, ich werde es noch durchgehen und gucken, was passiert. Und ich hoffe, es passiert nichts. Da kommt ein Speicherpunkt irgendwie so. Warum? Mal gucken, was passiert. Es geht noch weiter, okay. Oh. Speicherkristall. Okay. Speicherkristall. Blitz gefunden. Wie Blitz gefunden? Was ist ein Blitz? Oh, eine Waffe für Genis. Weg. Und schon weiß ich wieder nicht, was ich als nächstes machen müsste. Ja. Ich auch nicht. Dann flüchte ich erstmal vor denen. Ja, du bist auch richtig. Hau ab. Tschüss. Ja, gibt's doch nicht. Verpisst euch doch mal. Ja, nur hier raus. Doch keine Ahnung, was ich hier machen muss. Aber das ist auch jetzt egal. Weil wir gehen jetzt erstmal hier raus. Speichern. Und sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen. Und sage Tschüss.